Ah! Tauschen. Oh Gott, was habe ich hier noch? Ah. Warte, hier. Sick. Hä, das ist nicht automatisch einfach gleich in das Portemonnaie geht, Mann. Was zur Hölle? Also, ich hab das... No! Man braucht doch irgendwie voll viele von denen, damit man so eine Statue machen kann. Und die hätte ich jetzt voll cool gefunden. Na, was soll's. Also ich hab das jetzt laut der Direct so verstanden, dass das morgen einfach das letzte kostenlose große Update sein wird. Und danach nur noch so kleinere Content-Item-Geschichten kommen. Aber dass halt sie nicht explizit gesagt haben, dass es gar keine Updates mehr geben wird. Das fände ich halt auch so weird, weil dieses Spiel sich halt 1 Milliarde Mal verkauft hat. Und ich fände das halt total komisch, wenn sie das nicht zumindest irgendwie noch 2-3 Mal kapitalisieren und da irgendwie zumindest so ein bisschen keine Ahnung, Kosten-DLCs raushauen. Also es gibt das 2.0 Update, das ist kostenlos, das kriegen alle. Und dann gibt es halt noch dieses Happy Home Paradise Ding. Dafür musst du 25 Euro bezahlen. Das sind zwei verschiedene Sachen, die kommen aber zeitgleich raus. Dass sie in deinen Augen genug verkauft, warum sie noch supporten. Weil die halt noch mehr Geld damit machen können. Einfach, wenn sie so Kosten-DLC, also Kosten-DLC, das ist ein dummer Name. Wenn sie einfach DLCs verkaufen, die halt Geld kosten. So Content-Packs einfach, Add-ons, keine Ahnung, nennen sie wie ihr wollt. Also Sims-Style einfach. Wo dann einfach, keine Ahnung, Animal Crossing, New Horizons, Party-Pack. Und dann habt ihr einfach, keine Ahnung, eine Partyinsel, die dann dazu kam. Oder Animal Crossing New Horizons City Pack. Und dann habt ihr eine ganze Stadt, die ihr noch besuchen könnt. Und New Horizons... Keine Ahnung. Halt sonst irgendwas. Halt solche 10, 5 Euro Content Drops einfach. Welche halt auch einfach instant Milliarden von Leuten kaufen würden. So, es ist einfach mehr Geld, was sie machen können. Und so eine Firma ist ja immer darauf aus, das Maximale an Geld zu machen. Nicht einfach zu sagen, so, es reicht jetzt. Wobei es ist Nintendo, die haben halt auch einfach Mario Kart 8 Deluxe Release einfach nie wieder was dazu gemacht, wo auch sich angeboten hätte, da nochmal so ein DLC-Pack rauszuhauen. Ich weiß es auch nicht, so, ich weiß es auch nicht. Ich kann halt nur sagen, wie ich es machen würde und ich würde halt definitiv das Ding so richtig krass auswringen, was an Content und Stuff halt geht. Ja, so ein Animal Crossing Battle Pass. Stell dir aber mal vor, so. Wie witzig. Okay, Nintendo stellte gestern klar, dass es das einzige kostenpflichtige DLC sein wird und auch das letzte große kostenlose. Also halt nichts mehr Erwähnenswertes danach. Bro, what? Unfassbar einfach. Unfassbar. Dann hoffe ich, dass sie sich echt headfirst ins nächste Animal Crossing stürzen und einfach ein richtig krasses Spiel draus machen. Also, damn, einfach nur richtig, richtig komische Entscheidung. Not gonna lie. Halt, ich will denen sogar Geld geben, ich wollte denen auch schon mal Mario Kart Geld geben und die wollen mein Geld einfach nicht. Es ist halt... Was soll's einfach, was soll's. Sag's gar nicht so falsch, damit das 2.0 das fertige Spiel ist. Weißt du, manchmal finde ich es eigentlich ganz cool, wenn ich falsch liege. Manchmal möchte ich einfach kein Recht haben. Ist das nicht irgendwie... Nee, warte, das ist das gleiche.
krass, wie das zusammenpasst, Alter. Es ist halt, also, Dinosaurier waren schon ein bisschen crazy. Also, damn. Das kostenlose Update, das am 5. November startet, wird das letzte große kostenlose Inhaltsupdate sein. Es ist ein großes Update für Animal Crossing New Horizons und bietet ein charakteristisches und anderes Spielerlebnis. Daher war es sinnvoll, als ersten und einzigen kostenpflichtigen DLC New Horizons aufzunehmen. Aha. Hä, das ist so weird einfach. Nintendo, warum seid ihr so? Mann, ey. Oh, das ist... Macht mich schon ein bisschen sad. Halt. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich darüber denken soll. Aber danke fürs Meilenticket, Mann. Für den Staubsauger, Alter. Oh Gott, das ist ein bisschen frustrating. Warum? Einfach nur warum. Erstmal wieder alles ins Lager hauen. Du. So. Das heißt dann aber auch, dass das Spiel für mich durch ist, wenn mir das neue Update nichts gibt, sehe ich da. Ja, es ist dann halt schon so ein bisschen... Ne? Halt. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, Mann. Ich weiß es nicht. Ich enjoye jetzt einfach so hart, wie es geht und freue mich über das, was kommt und was ich habe. Und hoffe, dass sie in Zukunft halt weiterhin krasse Spiele machen. Das ist jetzt mein offizielles Statement zu der ganzen Geschichte. So. Was? Du, was? Das schöne Gesicht erkenne ich überall wieder. Wie geht's denn so, Chris? Dein Kauf neulich war die richtige Entscheidung. Die anderen Kunden standen dafür schon Schlange. Ah, weißt du, ehrlich gesagt habe ich in St. George so richtig lieb gewonnen. Ihr habt es hier so schön und vor allem habt ihr richtig viele Kunstliebhaber. Also, St. George braucht Kunst und ich habe Kunst zu verkaufen. Klingt passend, hä? Aber ich verkaufe nicht an jeden. Sowas braucht Vertrauen, echtes Vertrauen, wie in einer Familie. Und da wir beide praktisch Cousins sind und ich ein Auge für Qualität zu schätzen weiß, sollst du mein Auserwählter sein, an den ich exklusiv verkaufen werde. Ich biete Kunstwerke und Möbel und du bekommst natürlich den Cousin-Rabatt. Bist du dabei? Ich bin dabei. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann, Cousin. Das ist die richtige Entscheidung. Mein Boot mit den Waren liegt an der Nordküste vor Anker. Die Lecks sind auch fast geflickt. Lange Geschichte. Schau mal vorbei. Du wirst es nicht bereuen. Nice. Du. Dann schauen wir wohl mal vorbei, würde ich sagen. Nee, warte, so kommt man nicht darüber. So kommt man da auch nicht rüber. So kommt man darüber. Das Einzige, was mich jetzt nervt, ist, dass eine Handy-App basierend auf diesem Spiel einfach mehr Updates kriegt als die Konsolenversion. Das ist, ich glaube, das nervt mich noch so ein bisschen. Tja, sad. Das ist einfach die traurigste Timeline, in der wir wohnen. Ah, Chris, wie schön, dich zu sehen. Es geht um Folgendes. Auf Rainers Schatzkutter verkaufen wir nur das Beste. Und nichts ist besser als seltene Möbel und Kunst, richtig? Die Abgabe erfolgt aber nur in haushaltsüblichen Mengen.
Wir heißen nur ein Kunstwerk pro Tag. Das nervt, ich weiß. Ich hoffe, der Konsorrabatt macht es wieder gut. Außerdem darfst du so viele Möbel kaufen, wie du willst. Ich frage auch nicht, wofür. Schau dich nur um. Wir haben Meisterwerke von großen Meistern, die meisterhaft in ein Haus passen. Lass mich wissen, wenn du Fragen hast. Okay, das heißt, ich kann mir einfach den Kram kaufen und das ist alles voll cool. Ja, das nehme ich doch mit. Oh, richtige Entscheidung. Dann darf ich die Sterne schon mal an mich nehmen. Let's go. So. Ich habe schon Dutzende Interessenten für dieses schöne Gemälde hier. Noch suchen sie ihr Geld zusammen. Aber dir würde ich jetzt lediglich 4.980 Sternis geben. Erstmal anschauen. So. Dann inspizieren wir mal, würde ich sagen. Jetzt enjoyen alle die Titty, während ich nachgucke, ob das Spiel tatsächlich... ob das Bild ein reales Bild ist. So. Lasst mich kurz mal schauen. Wo haben wir das denn hier? Okay. Okay, das ist fake. Normalerweise wäre da halt ein Baum im Hintergrund. Das ist es schon mal nicht. So, was haben wir denn hier? Das Versinkgemälde. Erstmal anschauen. So, dass man hier so ranzoomen kann, das ist zum Beispiel ein besseres Feature als bei New Leaf. Oder halt so echt auf kleine Mini-Fucking-Kackpixel gucken muss, um drauf zu schätzen. Oh, das ist das Echte. Da gibt's kein Fake von. Witzig. Ja, nehmen wir das doch. Bin dabei. Ja, auf der Switch kann man auch selber nochmal reinzoomen, ne? Stimmt, das geht ja auch noch. Hab ich ganz vergessen, dass das funktioniert. Tada! Wir haben das Versinkgemälde. Ich schaue gern. Lass mal gucken, ob das hier echt ist. Oh, ach, ich wusste gar nicht, dass dieser Trog, der daneben steht, das ist übrigens auch fake. Und ich dachte, das wäre einfach ein Item, was du kaufen kannst. Jetzt komme ich nochmal nach oben. Wo ist denn der Dude? Nirgends. Okay, schade. Okay, das wäre auch ein Fake. Im eigentlichen Gemälde gehen seine Augenbrauen so nach unten und nicht so nach oben. Gut, wir haben alles gefunden, was passt. Weil das ist, da müsste normalerweise der Deckel ab sein. Cool. Dann können wir gehen. Hi. Du wirst es nicht bereuen. Ha. Ein Glück habe ich so viele Kunstkritiker in meinem Chat, die mir alle helfen, nur die richtigen Entscheidungen zu treffen. Was muss ich bis zum Update noch alles schaffen und erreichen? Ich hätte gerne 3-Sterne-Insel mindestens. Also, dass KK halt aufgetreten ist. Aber das sollten wir morgen eigentlich hinkriegen, spätestens. Daher. Cool. Oh, es ist der worst Song im ganzen Spiel einfach. Ich hasse dieses Lied so sehr. Das ist halt richtig bad. Lass uns einfach nie wieder um 14 Uhr spielen, Mann. Eieieiei. Hä, ich habe noch ein Fossil? Wo habe ich das denn her? Warum habe ich das nicht abgegeben?
Ach, ich mag die Hourly-Songs in dem Spiel nicht ganz gerne, aber manche Tracks sind halt so richtig fragwürdig. Und halt 14 Uhr ist halt richtig fragwürdig. Dü-düt. Dü-düt. Ja. Wenn mehr Spieler die Insel bewohnen, kann man das ganze Schiff leer kaufen, sehe ich da. Ja, das ist, das habe ich gehört. Wow, was war das denn gerade? Ich stifte es, nur für dich. Ich hab Termine, sorry. Love you though! Best Boy. Passt schon. Das ist einfach so das Dümmste, was hier auf der Insel steht. Das Mammut mit drei Beinen. Ah, furchtbar. Ja gut, aber ich glaube, dann haben wir jetzt auch hier mehr oder weniger alles, was so geht. Wir haben voll viel geschafft eigentlich heute für so einen Tag. Wir haben einen Geldbaum eingebuddelt. Wir haben einen Camping-Dude überzeugt, dass er hierher zieht. Wir haben die Stadtflagge geändert und die Stadtmelodie. Und wir haben den Geldstein gefunden. Wir haben Kunst gekauft. Wir haben vor allem die Kunstgalerie freigeschaltet. Die können wir uns gerade mal angucken. Kann man ja zumindest mal durchlaufen. Ich bin letztens in einem Stream eingeschlafen, um ihn weiter zu supporten. Ah. Oh. Ich meine, schlafende Viewer sind auch Viewer. Wahnsinn. Perlengemälde. Die Frau mit dem Perlenohrring. Nee, das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge. Deutsch, Alter. Dieses Gemälde mag vielen auch bekannt sein als das Mädchen mit dem blauen Turban. Vermeer verwendete unter anderem die Farbe Ultramarin, ein damals ungemein teurer Farbstoff. Die Investition scheint sich jedoch gelohnt zu haben, denn das leuchtende Blau ist ein wahrer Blickfang. Manch einer mag sich jedoch fragen, ob es sich bei dem Ohrring um eine echte Perle gehandelt hat. Fragwürdig. Ich finde es aber cool, dass wir tatsächlich so Kunstinformationen bekommen, wenn wir uns das Ding hier angucken. Das finde ich witzig. Ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, ob New Leaf das auch gemacht hat. Ich glaube aber schon, oder? Du konntest auch irgendwie Informationen zu den Bildern bekommen. Bald ist es soweit. Bald können wir auch hier rein. Ach. Freue ich mich drauf. Freue ich mich drauf. Endlich ein gechilltes Café einfach haben. Ah. Wenn wir da noch da arbeiten können. Ah. Mega gut. So. Ja, ich glaube, so weit, so gut, ne? Ich glaube, so weit, so gut. Schauen wir mal, was der nächste Tag für uns bereithält.